Servus Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal, bzw. ein Livestream. Ein kleiner kurzer Livestream, weil ich kann keine Videos aufnehmen. Und, na gut. You were kicked from the server. So. So. So, und tatsächlich heute ganz einfach, wie ihr ein Xbox Live, also Party Musikboard erstellen könnt. Das Ganze ist natürlich nicht schwer, das Einzige, was ihr dazu braucht, ist entweder ein PC oder irgendetwas, wo ihr Programme installieren könnt und Musik abspielen könnt. Viele würden sagen wahrscheinlich, ja, es ist scheiße, die Musikqualität, sage ich gleich am Anfang, aber besser als nichts. Gerade auch zum Zocken. So, und was wir dazu brauchen, ist ganz einfach die Xbox App und dazu Virtual Audio Cable. Du kannst selbst auf dem V-Server installiert. Hier, genau. Habe ich mir schon mal VB Audio Cable installiert. Auch schon eingerichtet, ist auch schon fertig. Und dazu natürlich die Xbox Konsolen Begleiter App. Diese darf auf beiden Geräten nicht fehlen, beziehungsweise wenn auf der Xbox ist, dann auf der Xbox ganz normal den Account adden, wenn es auf dem PC ist, genau dasselbe, auf dem Account adden. So, wir sehen schon, ich rede gerade. Jetzt nicht mehr. So, und zwar ist das Ganze ganz easy. Wie gesagt, ihr braucht Virtual Audio Cable dafür und das Mikrofon dazu, also sprich Virtual Audio Cable, packt ihr den Input in die Kopfhörer, also beziehungsweise in die Kopfhörer und den Output als Mikrofon rein. Das Ganze ist einfach ganz easy. Ist alles schon schnittgemäß eingerichtet, nachdem ihr euren PC neu geschaltet habt. So, das Ganze läuft auch flüssig. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, ist Musik. Dazu gehen wir einfach ins Internet oder wir gehen einfach auf Spotify oder weiß der Geier. So, jetzt gehen wir erstmal auf YouTube und Musik hören, beziehungsweise ein Video abspielen, ist ganz schlecht. Wir können das auch ganze mit Musik selber machen. Zwar habe ich hier ein paar Tracks vorbereitet, beziehungsweise das heißt vorbereitet nicht. Suchen wir uns mal jetzt kurz was raus. So, ich gucke mir das Ganze mal kurz raus. Füge das Ganze hier schnell auf dem Zielserver ein. Das Ganze könnt ihr auch natürlich mit lokalen Netzwerken machen, gar kein Problem. Geht alles. So, nachdem das Ganze eingefügt ist, es startet das ganze Lied. Es lädt. Es öffnet den Musikplayer und er spielt die Musik gleich ab. Das heißt, wir haben auch gleich das Lied, was läuft auf der Xbox. In der Xbox Party. So, Einrichtung läuft. Und wir hören's. Hat eigentlich eine relativ gute Soundqualität, also es geht zumindest, sagen wir, es ist annehmbar. Es leckt ein bisschen rum, es ist normal. Und hat Musikabbrüche, es ist auch ganz normal. Und damit haben wir dann unser Musikboard eigentlich schon fertig. Ja, kurze Info auch an alle, die es noch nicht mitbekommen haben hier auf YouTube. Und zwar sind wir mit den Servern umgezogen zum anderen Anbieter. Ich habe das nur auf Twitch kurz angesprochen und zwar haben wir jetzt zwei Server, je andere Anbieter. Die Domain ist gleich geblieben, sage ich gleich im Voraus, die Domain in-gaming.de ist gleich geblieben. Und zwar habe ich es, glaube ich, auch gerade schon gesehen, dass wir zwei Server haben. Ja, haben wir. Aus folgenden Gründen, und zwar habe ich ja meine Sachen eigentlich bei Host Unlimited gehostet, oder hoste ich zumindest noch den zweiten Server. Und zwar ist folgendes, wenn wir uns einloggen und unsere V-Server uns angucken oder unsere anderen Server, die auch ein bisschen teuer sind, sage ich jetzt mal dazu, schauen wir uns hier gerade mal die Version an, die wir alle nutzen, ist unsere Server-Version. Dazu haben wir nur 180 Tage frei. Bei jeder. Wir sind zu Windows 10 gegangen, Homeprime oder Indochivel, ist egal eigentlich, um unsere Sachen dahin gerichtet, gut ist, sprich, da laufen die Musikbots drauf. Wo wir noch sind, ist bei deinem Serverhost. Dort sind wir jetzt auch. Und zwar mit unserem Rules-Server. Lohnt sich am besten, ist sau billig. Also billiger gibt es echt nicht. Wir zahlen rund 25 Euro. Jetzt ist es, beziehungsweise 27 Euro.
Es ist sehr billig gehalten, muss ich sagen. Wirklich. Es ist sehr, sehr billig gehalten. Wirklich. Es ist sehr, sehr cool. Und ich kann mal kurz gucken, wie viel wir zahlen. Also ich glaube doch, wir zahlen wirklich nur so wenig. Buchhaltung, Rechnungen. So, also schauen wir mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, ob ich was wegcutten muss. Beziehungsweise man kann ja im Livestream nichts wegcutten, also macht es irgendwann mal kurz schwarz. So sieht's aus. Ja, muss ich einiges. Ich mach's mal kleiner. So sieht's aus. Genau. Wir zahlen genau den Preis. Man sieht jetzt für alles drum und dran, sprich ein Monat lang, Kompletto, 4V-Kost, 16er Arbeitsspeicher, 400 GB HDD reicht völlig aus. Server 2019, neueste Gigabyte Anbindung, DDoS inklusive und in Frankfurt ganz normal 27. Kann man nicht jammern, ist relativ billig gehalten, bin ich ganz ehrlich. Nutze ich auch. Wirklich, das nutze ich auch. Wir hatten einiges mit dem Support zu besprechen, zwecks Hyper-V-Aktivierung geht nicht. Und zwar werden die virtualisiert, da es ja dann billiger kommt. Und die lizenzierten Server kosten natürlich einiges mehr. Wir schauen mal. Das weiß ich leider nicht. Juckt mich nicht. Wir schauen hier mal kurz vorbei. 16, naja gut, der wäre auch möglich für 30 Euro. Der i3 ist aber, es ist aber nur ein i3. Schauen wir mal kurz rein. Achso, ist ausverkauft. Stimmt, ich glaube, der ist sogar durchgestrichen, ne? Nee. Jahresgebühr verlangen die nochmal 10 Euro. Geht aber voll klar. Einmalig 10 Euro dazu. Es sind 40 Euro einmal und danach sind es 30 Euro. Das ist saubillig. Bin ich ehrlich. Gibt es gar keine mehr. Stimmt. Sind auch gut gehalten, muss ich sagen, für einen Core i3, guten i3, ne? Aber die Ryzen natürlich kosten wieder mehr. Ich selber privat nutze auch ein AMD Ryzen 6000. Müsste das, glaube ich, sein, ein 6000er. Läuft flüssig. Läuft kompletto. Mit 16 GB Arbeitsspeicher, also so wie die hier. Ist sehr gut. Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt. Okay. Komisch. Achso, es ging so rum, genau. Ein Root-Server ist bei uns ebenfalls totalisiert und eben die Server günstig zu halten. Jetzt mitbekommen, die Server sind günstig. Passt. Also, okay. Ja, wie gesagt, ist virtualisiert, ist deswegen auch billiger, deswegen dein Server aus. Wir haben die Domain nur umgeleitet gehabt. Auf unserem, wie gesagt, jetzigen Root-Server sind wir jetzt mit der Domain drauf. Das heißt, ihr könnt ganz normal auch wieder auf dem TS joinen. Läuft flüssig. Kleine Info kurz vorab. Ich würde mich freuen, beziehungsweise unser Server-Setup ist jetzt auf dem TeamSpeak 5-Niveau. Sprich, unsere Icons befinden sich jetzt direkt im Channel. Ja, sollte ein bisschen besser rüberkommen. So sieht es nämlich auch aus. So. Und da auf unserem Root-Server momentan keine Musikbots funktionieren, beziehungsweise Musikbots selber, glaube ich, einen Fehler hat, installieren wir alle Musiksachen, Kompletto, was wir noch alles brauchen an Hosting-Sachen, alles auf unserem V-Server. Sprich Musikbots, wie gesagt, dies, das und so weiter, alles auf unserem V-Server, aber unsere Hosting-Sachen, die machen wir alle auf unserem Root-Server. Sprich Homepage-mäßig, dies, das, das. Wenn wir mal kurz auf unsere Homepage gehen, das können wir auch mal machen. Die ist nämlich, die haben wir jetzt überarbeitet. Die haben wir jetzt überarbeitet, genau sieht's aus. Und zwar haben wir jetzt hier ganz normal die Hosting als Microsoft-Servers, hosten wir natürlich auch. Supportzeiten haben wir jetzt hinzugefügt, per Teamspeak-Server oder per WhatsApp. Telefoniert natürlich auch per WhatsApp, gleiche Nummer. Dazu dieses Hosting eines Microsoft-Servers. Mit Konsolenlösung FTP werden wir natürlich noch machen. Und wir haben auch natürlich auch bei uns jetzt neu einen Store, in dem ihr Steam-Spiele billig kaufen könnt, Epic-Spiele, Origin-Spiele und Uplay-Spiele. Also ihr könnt einfach draufklicken, zack, bekommt die aktuellen Top 4 aufgelistet, die reduziertesten. Klickt einmal drauf, zack, und dann geht ihr einfach auf Kaufen, Judis. Also ist wirklich relativ billig gehalten. Das Einzige, was es noch nicht gibt, sind die Gutscheinkarten. Die werden nachhinein nach unten eingefügt, genauso wie Programme, die kommen auch noch dazu, eventuellerweise. Aber dann im normalen Preis natürlich. Logisch. Was noch dazu kommen wird, wahrscheinlich sind
unsere normalen Angebote, sprich von uns selbst, die Hosting-Angebote, werden wahrscheinlich auch dann noch unten dann drunter kommen, also sprich zum Store, Hosting-Angebote, Gutscheinkarten, und so weiter und noch einmal kurz. Und vielleicht noch ein einzelner Shop für Sachen, die wir selber verkaufen, sprich wie eBay so ähnlich, nur dass wir das selber verkaufen werden und das dann per, nicht per PayPal, nein, wir werden das Ganze per PaySafeCard oder Bankeinzug direkt machen. Ja, so sieht's aus. Mehr haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht. Die Livestream-Homepage funktioniert leider momentan nicht. Dann müsst ihr auf Twitch vorbeischauen, weil auf Twitch wird immer gestreamt. Sieht aus. Mein neues Projekt, was wir machen werden, war ja dieser Prank. Der wird eventuellerweise aufgenommen, jetzt wie hier, beziehungsweise live gestreamt. Oder auf Twitch, wie gesagt, live gestreamt. Also eins von beiden, wie hier oder auf Twitch. Da schauen wir mal durch, was besser ankommt oder wie wir das handeln überhaupt. Momentan sind wir ja sehr, sehr viel auf Twitch. Also wirklich momentan sehr, sehr viel auf Twitch. Wir posten momentan nur hier Highlight. Wenn ich jetzt mal schaue, wie oft wir auf Twitch unterwegs sind. Da momentan aber Twitch rumspinnt, aber es ja funktioniert. So, schauen wir mal. Stream-Übersicht. Wir sind momentan sehr, sehr gut. Im letzten Stream haben wir 1,31 Minuten gestreamt, also 1,5 Stunden. Wir haben fast die 500 Stunden voll in diesem Monat. 50 Follower haben wir auch fast erreicht. Und innerhalb von 30 Tagen an 25 verschiedenen Stunden, Tagen. Das haben wir auch fast voll, also das schaffen wir schon. Dazu haben wir, glaube ich, auch Highlights gemacht. Wir haben auch keine Musik dabei, warum auch immer. Achso, haben wir ausgemacht. Also da haben wir sehr, sehr viel. Auch mit meinem Kollegen Favorite Scarf, also Pascal, sind wir natürlich auch wieder richtig gut mit dabei. Wirklich, wirklich gut. Sieben, 8 Stunden lang haben wir auf jeden Fall schon abgeschlossen. Haben wir auch schon abgeschlossen. Durchschnitt 3 Zuschauer brauchen wir auf jeden Fall noch. Weg zum Partner. Brauchen wir noch die 75 Zuschauer? 12 Tagen haben wir auf jeden Fall durch und das haben wir auch durch. Wie wir es gemacht haben, ganz einfach im Wochenstream, Leute. Wir haben einen Wochenstream gemacht. Letzte Woche, also vom 23. bis 29. haben wir, glaube ich, durchgestreamt gehabt und wollten diese Woche nochmal, aber haben wir es noch gelassen. Wäre zu viel gewesen, wäre zu viel gewesen. Haben wir denn die in den Sammlungen drin? Nein. Clips vielleicht. Ja, genau. Da hatten wir irgendwas gehabt hier. Ein Highlight gehabt auf jeden Fall. Das war WoW. Dann hatten wir das Hide and Seek Stream Highlight. Das haben wir, glaube ich, auf YouTube hochgeladen gehabt. Dann schauen wir uns mal an. Gut, alle bereit machen. Alle bereit. LOL, mach dich bereit. Das hatten wir auf jeden Fall kompletto. No Skin. Dann hatten wir nochmal Free Customs. Hatten wir irgendwas gehabt? Hier war auch irgendwas. Genau, das war ich. Also, da hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann, wo sehen wir denn? Swimming Tools, Erweiterung, bla 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 bla. Wie groß war das hier? Genau. Und zwar hatten wir die ganze Woche durchgestreamt. So sieht's aus. Wir haben angefangen am 22. Nein, am 23. haben wir durchgestreamt. Kompletto bis 28. Und dann wollten wir hier weitermachen. Aber dann hatten wir doch keinen Bock mehr so gesehen, deswegen haben wir dann nur noch Watch Dogs bzw. ein bisschen Fortnite gezockt. Watch Dogs und jetzt im Moment ist es Fußball. Da hatten wir auch ein paar Lags und so weiter, kein Chat angezeigt, gar nichts momentan. Mit Twitch stimmt irgendwas nicht, bin ich ehrlich. Mehr hatten wir, glaube ich, gar nicht gehabt, ne? Wir hatten bloß
Also wir hatten eigentlich sehr, sehr viele Streams auf jeden Fall. Nicht jetzt mal, wenn ich das mal so sagen darf. Wir hatten den Megakonvoi als Vorbereitung. Das Ende hatten wir. Dann hatten wir nochmal den Megakonvoi. Dann hatten wir nochmal den Konvoi gehabt. Also wir haben vier Konvois gehabt, also einen ganzen. Dann hatten wir das Highlight von GTA 5. Da haben wir dann 10 Minuten irgendwas gehabt. Der ging aber irgendwie komischerweise nicht ohne Musik. Und dann hatten wir GTA 5 hatten wir gehabt. Und danach hatten wir nur noch, den können wir löschen. Danach hatten wir nur noch den Wochenstream komplett durch. Und am 30. glaube ich, war sogar vorbei, wenn ich mich nicht täusche. 30. War das der Tag? Nein. Am 30. Genau, wollten wir weitermachen, aber am 28. haben wir dann aufgehört gehabt. Am 29. kam gar nichts mehr. Doch, das haben wir durchgestreamt, genau. Auf dem 30. Dann haben wir am 30. aufgehört. Oder am 29. 29. haben wir aufgehört, dann wollten wir weitermachen, aber dann keinen Bock mehr gehabt. Stimmt. So easy war das. Wie gesagt, schau auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei. Twitch.tv. Twitch.tv/JenaOffical, da sind wir auf jeden Fall täglich fast live. Eigentlich jeden Tag. Sind wir da live. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ihr könnt mich auch supporten, ihr könnt auch Commands vom Bot holen und ihr könnt auch Socials abchecken. Also hier ist dann alles dabei mit Facebook, Instagram, Discord und Teamspeak. Die Commands natürlich für den Stream. Also für unseren Twitch-Stream findet ihr natürlich alle hier. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich schaue jetzt mal kurz in den Chat rein, ob da was reingeschrieben wurde, ja schon hier in den Chat. Bin mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht. Das ist meine Hauptsache. Das ist meine Hauptsache, dass er einfach nur lädt und lädt und lädt. Okay. Wir haben noch keine Nachrichten. Okay, das ist schon mal gut. So. Und ich sagen, das war's hier mit dem Video. Haut rein, Leute. Ich bin nicht mehr raus. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Auf meinem Teamspeak-Server vorbei, könnt ihr auch vorbeischauen. Das hat auf jeden Fall momentan nicht so viel los. Wir haben einen Clan, und zwar den FIFA 20er Grotter Fürth Clan am PC. Also wollt ihr FIFA 20 am PC zocken mit Controller, schaut auf jeden Fall mal da mal vorbei in FIFA 20. Und würde ich sagen, haut rein, schaut Twitch vorbei. Ich bin hier nicht mehr raus. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, Servus und ciao.